Der Salatis. Und was? Salatis! Ja, man kennt's. Den Salatis. Let's rock. Unglaubliche Wände. Moment, na jetzt. Moment, Moment. Sie sagen, Claudia ist seit 7 Jahren tot. Aha. Ja. Aber wie kann die dann da stehen? Das weiß ich doch auch nicht. Wieso zum Teufel spricht der gerade wie Hitler? Und sind Sie sich sicher, dass das auf dem Bild die Claudia ist? Natürlich, ihre hässliche Fresse erkenne ich doch aus 100 Metern. Und Sie sind sich auch hundertprozentig sicher, dass die Claudia tot ist? Natürlich, ich habe ihr doch selber das Messer in den Rücken. Ich hab sie über den... die hat sie halt umgebracht. Oh, jetzt wird's aber ernst. Sie bei der Beerdigung gesehen. Oh ja, da würde ich sagen, geben Sie uns mal noch ein paar Tage und dann kommen wir mit weiteren Ergebnissen. Okay. Wie? Mehr haben Sie nicht für mich? Doch. Und zwar eine Rechnung von 9.873,22 €. 9.000 Euro für das bisschen? Wo muss ich mich bewerben, um Privatdetektiv zu werden? Bitte innerhalb der nächsten 10 Tage auf das unten angegebene Konto überweisen. Sie können doch zahlen, oder? Ja, ja. Klar. Du hast in der letzten Folge schon gesagt, dass sie zahlen kann, auf jeden Fall. Kann ich nicht bezahlen. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss einfach gucken, dass die Tomatos den Fall in 10 Tagen abschließen. Und dann hau ich ab. Gute Idee. Beste Idee, die da haben kannst. Dann hau ich ab. Stunden später. Die Tomatos befinden sich in der Tomatozentrale, um ihr weiteres Vorgehen zu besprechen. Pass auf, sogar Tomatensaft. Oh, Tomatensaft. Nein, danke. Du weißt doch, ich mag es nicht, wie die Tomaten gepflückt werden. Die Leid. Ich mag's nicht, wie die Tomaten gepflückt werden. Na, wer kennt's nicht? Die rennst du zum Bauer. Ey, ich mag's nicht, wie du die pflückst. Das ist scheiße. Wenn wir so lange. Also, fassen wir doch mal zusammen. Wir haben einen Ehemann, der sich eine Waffe besorgt, sich mit einer Untoten trifft und plötzlich anfängt Ballett zu tanzen. Könnte eine Folge von gute Zeit in schlechte Zeit sein. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, haut irgendwie schon hin. Ich auch. Wir übersehen irgendwas. Ich glaube, ich muss mich nochmal mit dem Dieter Undercover treffen. Mhm. Ich werde dann nochmal was rausfinden. Ich bewundere dich, Jürgen. Du bist so intelligent. Ich danke dir für deine ehrlichen Worte. Intelligent sieht aber anders aus, Mann. Das ist ja für Sandra schon fast intelligenter. Ah, aber jetzt muss ich los. Sonst verpassen wir den Dieter. Während die Tomatos weiter recherchieren, hat Auftraggeberin Monika Zweifel, ob es die richtige Entscheidung war, die Tomatos zu engagieren. Bei den Preisen auf jeden. Die haben bisher nur ein paar Bilder gemacht, wie sich mein Freund Dieter mit einer Toten trifft. Das kann doch nicht alles sein. Ich glaube, wir können doch einfach mal einen anderen Detektiven anrufen. Oh nein, und da wird's doch noch teurer, Mann. Einfach mal fragen, was er von der Arbeit hält, was die Tomatos so machen. Das ist eine gute Idee. Das ist auch gut. Du rufst einen Detektiv an, der die Detektive, die du vorher genommen hast, bewertet. Haha, so läuft das also im Detektivgeschäft ab. Oh oh, wie ist Conan so weit gekommen? Detektiv Trovato, guten Tag. Ja, guten Tag. Monika Mohnbart, mein Name. Sie sind Sharon Trovato? Ja, ganz genau. Meine Familie und ich sind Privatdetektive. Also. Ja, vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen für mich. Ich habe Detektive angeheuert und habe ein bisschen Zweifel, ob die einen richtig guten Job machen. Sie haben bisher nur ein Foto gemacht, wo sich mein Mann mit einer Toten trifft. Ja, okay, das ist natürlich jetzt nicht ganz so viel. Ne? Eben. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich jetzt vorgehen kann gegen die Tomatos? Wie bitte? Gegen die Tomatos. Wie kann ich vorgehen, damit sie bessere Ergebnisse erzielen? Oh nein, es tut mir jetzt wirklich leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie werden gerade betrogen. Ich glaube einfach nicht, dass mein Mann mich betrügt. Ich kenne ihn seit 24... Nein, die Tomatos betrügen Sie. Aha. Sind eine osteuropäische Gaunerbande, die sich als uns ausgeben, die Trovatos, ja, nehmen unsere Aufträge weg. Alter, wie kommt man auf so eine Idee? Und betrügen ihre Auftraggeber. Oh nein. Na gut, wer vertraut auch schon Detektive, die sich als Tomaten verkleiden? Das ist ja, das ging ja gegen ihr. Die Tomatos sind eiskalt, Monika. Seien Sie vorsichtig, bitte. Was macht denn dein Problem? Du musst sofort die Polizei rufen. Das sollten sie lieber lassen. Da steht auf einmal eine Tomate in der Tür. Warte. Hallo, Herr Tomato. Wir haben eine heiße Spur. Ich wollte Sie eigentlich nur fragen, wo wir Ihren Mann jetzt finden können. Die sind doch die Detektive. Die müssen den da finden. Ein sehr einseitiges Gespräch. Auch mal gucken, ob es funktioniert. Ja, okay. Ich denke, das finden wir sonst schon selber raus, ja? Dafür seid ihr Detektive, Fake-Tiefe geworden. Oh, Sie züchten Tomaten? Ja, wir züchten Tomaten. Schon seit Jahren, ja? Ich bin menschlich.
schwer enttäuscht von Ihnen. Stopp! Wir wissen, wer du bist. Ich bin menschlich schwer enttäuscht, weil man Tomaten züchtet. Oh, jetzt wird's aber ernst. Was? Oh, oh. Du gehörst doch zu einer europäischen Donnerbande. Ihr gebt euch als die Trovatos aus. Was soll das denn jetzt? Ja, aber wir haben eben mit Sharon Trovato gesprochen. Sie sind gar keine Detektive. Also recht. Ich fass es nicht. Wie sind denn eure echten Namen? Nee, das kann ich nicht machen. Nun sagen Sie schon, das wäre ja unschuldig. Blöd, wenn er das macht. Wir sind ja nicht die Tomatos. Wir sind ja die Salatis. Und was? Salatis! Ja, man kennt sie. Die Salatis, die sie als Tomatos ausgeben. Oh nein, jetzt wird's aber ernst. Ja. Wir wurden betrogen. Oh, das scheiße. Von Salatis. Wir sind ja No-Name-Detektive. Man dachte, wenn wir uns wie die Trovatos nennen, dann läuft es irgendwann. Salami. Verschwinden Sie sofort aus meinem Haus! Jut. Die Frage ist überhaupt, wie kam der ins Haus rein? Denken Sie bitte noch an eine Rechnung, ja? Ja, natürlich, werde ich gleich morgen überweisen. Hä, voll dumm! Wieso sollte man das jetzt noch überweisen wollen? Die gibt dem Betrüger nur noch das Geld. Wie kann man so bescheuert sein, Alter?